Hallihallöchen, meine verehrten Zuschauer, netten daraus, wir zurück zu Dark Souls 3. Mein Name ist der Sai. Lass uns durchstarten. Gegen Jordan Loram den Riesen. Alter! Wow, der zieht ja mal eine Menge ab, dieser, aber das Problem ist, das ist nicht schwer eigentlich. Phase 2 schon? Alter! Fuck! Das ist schon auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Das war's schon. Ey, der ist Puppi Eifer. Was passiert jetzt? Unentfachte. Was zum... Davon hat er mir erzählt. Prinz Lothric ist in euren Händen. Ich konnte die... das Leuchtfeuer gar nicht aktivieren. Verdammt! Scheiße. Das heißt, ich muss später zurück zu diesem Leuchtfeuer, um das zu aktivieren. Fuck. Verdammte. Scheiße. Blut wiederhergestellt. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. Okay. Zum von denen gewarnt. Die Tänzer. Die Tänzerinnen. Oh. Die Tänzerin. Oh. Holy, holy, holy. Das kann übel werden für uns. Just do it. Tänzerin des Nordwindens. Die ist aber nicht schwer. Die ist eigentlich ein leichter Boss. Favorisieren wir das Schwert erstmal. Das ist ein leichter Boss, die ist nicht schwer. Aber ich habe ihre zweite Phase noch nicht gesehen.
kein berauschender Kampf, finde ich das überhaupt. Hm? Das ist zum. Ich muss aufpassen. Jetzt wird es interessant, jetzt hat sie zwei Schwerter. Ein Flammenschwert oder ein dunkles Schwert? Hm, ja. Ich dachte, ich krieg die Tänzerin mit den ersten Hieben. Du bist gestorben. Und verlierst 37.000 von den Orten. Okay, alles klar. Muss ich jetzt wieder dahin rennen oder was? Ach, der Punkt ist automatisch freigeschaltet. Das ist cool. Wo muss ich mich jetzt denn hinreißen lassen? Ich glaube, es ist der richtige Weg. Ich weiß es gerade nicht. Ja, ich musste mich jetzt da hoch. Sind die nur noch Kinderspiele für mich? Habe ich nicht kommen sehen. Einfach ruhig bleiben und die Angriffe vorausschauen. Das Angriffsmuster studieren. Ja. Wenn ich Pech habe, bin ich tot. Ja. Ich bin tot. Das Problem, wenn ich bei den Angriffen ist, wenn ich keine volle HP habe, bin ich weg. Instant. Okay, wird schon ein bisschen knackiger. Was fange ich nämlich aber hier an? Den Sturmherrscher kann ich da nicht gebrauchen.
brauche bei diesem Viech eine lange Waffe. Was ist denn mit der Waffe? Die Tänzerin kriege ich eigentlich ohne Probleme klein. Wenn ich mich halt auf was anderes Muster konzentriere. Ach, come on, ey. Ey, das ist doch Abfuck, dieser Move. Dieser Move ist richtig Abfuck. Also wie ich sehen kann, ist das ein Feuergegner. Also können wir den mal versuchen mit Eis zu bekämpfen. Könnte nämlich ein Versuch werden. Ja, versuchen wir es mal. Dann würde ich in diese Area reinkommen und leckt das für ein paar Sekunden. Aber nur für ein paar Sekunden. Kann ich nichts außer ihn ab. Wenn sie diese Hand rausholt. Nein. Definitiv nicht, Mädchen. Ich habe ein bisschen Angst vor ihrer linken Hand. Kathedrale ist. Komm her. Jetzt muss ich aufpassen, so zieht ihre zweite Klinge raus. Wow.
Sie ist stark, aber nicht schnell. Das sollten wir uns zu unserem Vorteil ausnutzen. So, Leute. Ich sag mal, wir hören uns, sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ja. Und sagen wir mal, dass wir versuchen werden, in der nächsten Folge die Tänzerin platt zu machen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Zai. Und vergiss nicht zu abonnieren. So, ihr wisst ja, ist sehr wichtig für mich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.